ihr was zu trinken bekommen? Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen schwierig hier, ne? Also ihr seid noch richtig gut drauf, das hört sich gar nicht an. Seid ihr noch da? Seid ihr noch da? Gut, dann können wir weitermachen, denn wir haben noch schon einiges hier im Petto. Das kann ich euch verraten. Ihr wisst ja, was da so kommt, aber vielleicht nicht, wer jetzt kommt. Als ich Mitte der 80er Dortmunder Westfalenhalle Peters Pop schon machte, habe ich eine Frau angesagt und sie hat damals ihren ersten Hit gesungen. Und keiner von uns beiden wusste, dass diese Frau eine der erfolgreichsten Stars Deutschlands und auch weltweit deutscher Herkunft sein wird. Und diese Frau hat über 33 Millionen Einheiten verkauft an Platten. Sie ist ein wirklicher Weltstar und einer der ganz, ganz großen Stars der 80er. Und darum freue ich mich, dass ich sie wieder einmal begrüßen kann. Ich freue mich ganz, ganz besonders. Und ich hoffe,
wieder da. Ich bin raus aus Spanien, lebe wieder in München. Und jetzt werde ich hier mal Deutschland ein bisschen auf den Kopf stellen, oder? Dann ist die Zeit. Ich wollte euch noch Dimitri und Nasan vorstellen, meine Tänzer aus der Ukraine, die wir schon seit 10 Jahren begleiten. Und heute Abend ihr Bestes geben. Das nächste Mal, wenn ich komme, versprochen, spiele ich auch live. Heute war es nicht möglich. Wir machen weiter mit Zügeln, und er war das sogar. Listen.
Und ist da noch einer?
Tschüss. Danke, Sandra. Soll ich das mit der Zugabe nochmal ansprechen, oder? Soll das Thema nochmal intern besprechen, ja? Also, ich halte fest, ihr hättet Bock auf eine Zugabe, ja? Ich glaube, sie muss weiter zur nächsten Show. Wirklich, hätten wir super gerne gemacht, hat leider nicht geklappt. Und ich denke mal, ihr seht uns das nach. Pass mal auf. Die 80er-Bestes Jahrzehnt aller Zeiten, das gibt so 1, 2...